Jetzt kann man das Ganze abstrakt angehen. Vektoren, habe ich gesagt, sind Dinge, die man addieren kann und die man mit Zahlen multiplizieren kann, von denen man Vielfache bilden kann. Mit den üblichen Rechenregeln jeweils. Diese Pfeile hier, parallel verschiebbare Pfeile oder nicht parallel verschiebbare Pfeile, je nachdem, wie man Vektoren dann so baut. Diese Pfeile sind eine Möglichkeit, solche Objekte zu haben. Eine andere beliebte Möglichkeit sind Funktionen. Ich schreibe mal Funktionen hin. Eine Funktion hier, die soll sein, ich rechne x hoch 3 aus. Und die nächste Funktion soll sein, ich rechne aus x Quadrat minus 5 x hoch 3. Und die dritte Funktion h, die soll sein, ich rechne aus 2 mal x hoch 3 minus 13 mal x Quadrat. Das sind keine Pfeile, beim besten Willen. Aber das sind Sachen, die ich addieren kann und das sind Sachen, von denen ich Vielfache bilden kann. Und jetzt kann man sich über Basen und über Dimensionen und über Räume von Funktionen plötzlich Gedanken machen. Wir fangen mal ganz vorne an. Wie würden Sie zwei Funktionen addieren? Die Summe zweier Funktionen, was soll das sein? Die Summe von f und g. Richtig, Mathematiker sind nicht kreativ an der Stelle. Man möchte das weitermachen, was man bisher gemacht hat, auf die möglichst einfache Art. Was soll die Summe zweier Funktionen sein? Ich muss sagen, was ist die Summe f plus g, die Summe zweier Funktionen? Naja, ich muss sagen, was passiert, wenn ich diese Funktion namens f plus g auf ein x anwende? Und Überraschung, das soll einfach sein, was ich rauskriege, wenn ich f anwende, plus das, was ich rauskriege, wenn ich g anwende, also x hoch 3. Plus x Quadrat minus 5x hoch 3. Die Summe von dem, was rauskommt, wenn ich f anwende, plus was rauskommt, wenn ich g anwende, will sagen, wenn ich das zusammenfasse, das ist also x Quadrat minus 4x hoch 3. Das wäre die Summe zweier Funktionen. So banal ist das. Sie addieren diese Funktionen Punkt für Punkt. Was wäre das Fünffache von meiner Funktion f? Das ist das so banal. Die Funktion 5 mal f, nicht 5 mal ein Vektor, 5 mal eine Funktion, 5 mal den Sinus, 5 mal die Exponentialfunktion, 5 mal f. Ich muss sagen, das ist eine Funktion, naja, das muss ich sagen, wenn ich diese Funktion auf irgendein x anwende, was passiert? Und es soll das Banalstmögliche passieren, 5x hoch 3. Das heißt, für Funktionen hat man auf eine völlig einfache Weise eine Idee, was ist die Summe von Funktionen und was ist das Vielfache von Funktionen. Bei Vektoren haben wir gesagt, okay, die Summe, naja, wir hängen die aneinander und das Vielfache, wir nehmen denselben Vektor, hängen den an sich selbst dran, Summe und Vielfaches. Und Sie sehen hier bei Funktionen, das ist ja genauso banal, die Summe zweier Funktionen, Sie addieren die Funktionen und das Vielfache einer Funktion, Sie bilden das Vielfache der Funktion. Der Witz ist jetzt aber, jetzt sind Funktionen Vektoren. Es gibt einen Vektorraum von Funktionen. Bei dieser Addition und bei dieser Multiplikation gelten die üblichen Rechengesetze. Wenn Sie mit ein Fünftel multiplizieren, was hier rauskommt, haben Sie die Originalfunktion wieder. Wenn Sie g abziehen von f plus g, haben Sie f wieder und so weiter und so weiter. Es gelten die ganzen üblichen Rechengesetze. Die Funktionen bilden einen Vektorraum. Es sind keine Pfeile, aber sie bilden einen Vektorraum. Sie verhalten sich wie Vektoren. Das heißt, wenn ich in der Mathematik Gesetzmäßigkeiten für Vektoren habe, ist es der Mathematik egal, ob das Pfeile sind oder ob es Funktionen sind. Das ist absurd und ich weiß, dass ganz viele Leute da sehr viel Gehirnschmalz reinstecken müssen, um das einmal zu überwinden, dieses Ding. Funktionen sind in der Mathematik auch Vektoren. Sie kennen bisher Vektoren als Pfeile, aber der Witz ist, auch Funktionen sind Vektoren. In diesem Sinne, ich kann sie addieren und ich kann Vielfache bilden mit den üblichen Rechenregeln. Funktionen bilden einen Vektorraum. Und alles, was ich über Vektoren lerne in der Mathematik, kann ich deshalb auf Funktionen anwenden. Das erzähle ich jetzt schon, damit Sie sich daran gewöhnen können. Später brauchen wir das tatsächlich, insbesondere wenn es um die Fourier-Transformation geht. In der Fourier-Transformation finde ich eine Basis für den Raum der Funktionen, die quer liegt, die total quer liegt, nämlich die sinusförmigen Funktionen. Die sinusförmigen Schwingungen, sollte ich sagen. Plötzlich als Basis und ich rechne um. Und da ist es extrem hilfreich, wenn man sich schon an den Gedanken gewöhnt hat, dass Funktionen auch Vektoren sind im mathematischen Sinne. Ich kann sie addieren und ich kann sie mit Vielfachen hier verzieren.
Ich kann sie nicht als Pfeile aufmalen. In der Mathematik muss nicht jeder Vektor ein Pfeil sein. In der Mathematik kommt es darauf an, kann ich addieren, kann ich mit Zahlen multiplizieren und gelten dabei die üblichen Rechengesetze. Tun sie, also sind Funktionen auch Vektoren, sie bilden einen Vektorraum. Jetzt habe ich viel erzählt. Jetzt überlegen Sie sich mal schöne Basisvektoren. Wenn Sie sich das hier angucken, solche Funktionen, was wären schöne Basisvektoren, wenn mein Problem mit Funktionen von dieser Art zu tun hat? Was für Basisvektoren würden Sie gerne nehmen? Das ist eine gute Idee. Nicht schöne Basisvektoren, wir nennen sie mal praktische Basisvektoren. Wenn ich mit diesen Funktionen hier umgehen muss, was wären praktische Basisvektoren? Also jetzt möglichst nicht an Achsen denken. Diese Pfeile hier und Koordinatenachsen und so weiter, das klappt im Zweidimensionalen, das klappt im Dreidimensionalen, aber im Vierdimensionalen fragt man sich dann schon, huch. Und hier sind wir quasi im Unendlichdimensionalen, das haut gar nicht gut hin. Denken Sie hier nicht an Pfeile. Es geht um diese Abstraktion. Ich kann Summen bilden und ich kann Vielfache bilden. Es sind keine Pfeile mehr. Es verhält sich wie Pfeile, aber es sind keine Pfeile mehr. Ich suche Basisvektoren, also Basisfunktionen, hier sind die Vektoren ja Funktionen, Basisfunktionen, aus denen ich diese Funktionen schön zusammensetzen kann. Und das haben Sie gesehen, wenn Sie x² haben und wenn Sie x hoch 3 bilden können, dann können Sie diese drei Funktionen bilden. Also wäre ja schön, wenn in meiner Basis x² und x hoch 3 insbesondere dabei sind. Ich brauche zwei Basisvektoren. Wenn da wohl mehr werden, um alle Funktionen zu bilden, aber insbesondere diese beiden wären schön. Muss man einen Namen dafür haben. Eben hatten wir solche Namen wie EX-Hut und EY-Hut und so weiter. Wird es jetzt wohl nicht geben. Ich erfinde einfach mal einen Namen. Ich sage mal E1. Das soll die Funktion sein, die das Quadrat ausrechnet. E1 soll eine Funktion sein. Das heißt, also dieser Basisvektor kann ein x nehmen. Der Basisvektor ist gleichzeitig eine Funktion, kann ein x nehmen und er rechnet x² aus. So sieht das aus. Und ich brauche noch einen zweiten Basisvektor, den nenne ich E2. Und der soll das x hoch 3 ausrechnen. Also ich habe einen Basisvektor, der heißt E1 und einen Basisvektor, der heißt E2. Der eine rechnet das Quadrat aus, der andere das dritte Potenz. Und ich werde sicherlich noch ein paar andere Basisvektoren brauchen, um alle Funktionen zu bilden, nämlich sogar unendlich viele Basisvektoren. So könnten die aussehen und jetzt kann ich meine Funktion zerlegen. Ich kann die Funktion f und die Funktion g und die Funktion h mit meinen in Anführungszeichen Basisvektoren schreiben. Das schreiben Sie vielleicht nochmal alle hin. F und g und h mit diesen beiden Basisvektoren ausgedrückt. Ich schreibe jetzt hier ausdrücklich f gleich, die Funktion ist gleich. Nicht der Funktionswert f von x ist gleich irgendwas ausgerechnet, sondern ich will jetzt die Funktion wie einen Vektor zusammensetzen. Ich schreibe hier keine Vektorpfeile drüber, das wäre ein bisschen affig. Die Vektorpfeile macht man, wenn es geometrische Vektoren sind und vielleicht auch da nicht immer. Das hier sind ja keine geometrischen Vektoren. Ich schreibe hier keine Vektorpfeile drin. Die Funktion als Vektor, die ausgedrückt, Vielfache und Summen, Vielfache und Summen. Wie kriegen Sie das hin? Schreiben Sie mal hin. So, f von x, das ist die Funktion, die aus x x hoch 3 macht. Das ist also anscheinend, nicht nur anscheinend, das ist offensichtlich dasselbe wie e2. Einmal e2, wenn Sie so wollen, oder einfach e2. Diese Funktion ist e2. Der Basisvektor e2. Ich schreibe jetzt kein x dazu. Das hier sind zwei Funktionen. Die Funktion f ist dasselbe wie die Funktion e2. Was hier steht, sind Funktionswerte. Ich setze ein x ein und kriege was raus. Hier steht eine reelle Zahl. Links steht eine reelle Zahl, rechts steht eine reelle Zahl. Hier steht links eine Funktion, da steht rechts eine Funktion. Da sind die Mathematiker pingelig. Und wenn es ans Programmieren geht, muss man nämlich auch dann pingelig sein. Was ist eine Funktion und was ist eine Zahl? Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Physiker und die Ingenieure sehen das sehr viel großzügiger, aber gewöhnen sich vielleicht schon mal an, wenn kein x dabei steht, dann ist es eine Funktion als Ding, die Maschine als Ganzes. Und wenn ein x dabei steht, dann ist es ein ausgerechneter Wert. Ich setze ein x ein und kriege einen Wert raus. So, also die Funktion als Ding ist dasselbe wie das Ding e2. Die Funktion g, und jetzt kommt die Vektorrechnung. Die Funktion g kriege ich, indem ich
die Funktion e1 nehme und davon 5 mal die Funktion e2 abziehe. e1 minus 5 mal e2. Das sieht aus wie Vektorrechnung. Es ist Vektorrechnung, aber nicht mit Pfeilen, sondern mit Funktionen. Und hier unten 2 mal e, das ist e2, 2 mal e2 minus 13 mal e1. Die Funktionen tun so, als ob sie Vektoren wären. Und jetzt eben schon mal im Kleinen nochmal gesagt, warum dieser ganze Ärger, insbesondere für die Fourier-Transformation, wenn Sie Pfeile haben, zerlegen Sie die in eine schöne Basis, um gut damit rechnen zu können, x, y, z. Wenn Sie Funktionen haben, Signale werden es nachher werden, wenn Sie Funktionen haben, hätten Sie auch gerne eine schöne Basis. Hier sehen Sie x2, x hoch 3 und vielleicht andere von der Sorte, x hoch 42 wäre eine Möglichkeit, ist aber meist nicht die gute Möglichkeit oder die praktische Möglichkeit. Eine viel praktischere Möglichkeit ist, wenn man als Basis sinusförmige Schwingungen hat, verschiedener Frequenzen. Und das ist die Fourier-Transformation. Ich rechne um auf eine andere Basis, eine Basis von sinusförmigen Schwingungen. So werden wir später die Fourier-Transformation sehen. Wenn Sie es hier verstanden haben, dass Funktionen eigentlich nichts anderes sind als Vektoren, durch die richtige Brille gesehen, aus genügend großem Abstand, dann ist Ihnen das auch kein so großes mentales Ärgernis mehr, wenn man dann in der Fourier-Transformation Funktionen zusammensetzt, Funktionen zerlegt in komische Basisfunktionen. Da wird das dann höchst praktisch. Hier sieht es jetzt erstmal aus wie so ein Glassperrenspiel. Na toll, wir können mit Funktionen rechnen, als ob es Vektoren wären. Das sieht erstmal ein bisschen banal aus. Es wird schlimmer, glauben Sie mir. Wir werden von Funktionen Skalarprodukte bilden. Das wird dann schon ein bisschen heftiger. Und wir werden Funktionen sozusagen Längen bilden. Auch das ist ein bisschen heftiger. Wenn man es dann sieht, ist es wieder banal. Aber das Schöne ist, ich kann bei Funktionen eben ganz viel aus der Vektorrechnung übertragen. Und habe damit mit allem, was ich über Vektorrechnung weiß, sofort was gelernt über Funktionen. Hilfreich ist an der Stelle, wenn Sie da nicht anfangen, mit Pfeilen zu arbeiten. Funktionen sind Funktionen und Pfeile sind Pfeile. Versuchen Sie möglichst nicht, das hier mit Pfeilen darzustellen. Das kann doch eklig werden. Wobei Fußnote, genau das, was man dann in der Wechselstromtechnik macht, ist dann absurderweise, sinusförmige Schwingungen mit Pfeilen darzustellen, aber eins nach dem anderen.